Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen bei der Speakers Corner. Und zwar, Entschuldigung nochmal, dass wir jetzt ein bisschen länger Pause gemacht haben. Wir mussten ein bisschen technisch was etwas Umfangreicheres vorbereiten. Und zwar haben wir jetzt die Gewinnerinnen, zwei Gewinnerteams von der Minecraft Challenge Create Our Campus. Dazu haben wir eine Gruppe aus Hamburg, die man hinter mir schon sehen kann, die gleich ihren Beitrag vorstellen wird. Und wir haben noch live aus Stuttgart ein Team zugeschaltet. Ein herzliches Willkommen für Mira, Bela und Tim aus Hamburg. Und in Stuttgart, später werden wir noch hören, Julian, Mattis und Florian. Viel Spaß mit eurem Beitrag, das ist eure Bühne. Wir haben jetzt diese Challenge gewonnen und in dieser Challenge ging es eben darum, dass wir einen Campus kreieren sollten, in Minecraft bauen sollten, nach unseren Vorstellungen, wie es in der Zukunft aussehen sollte. Und wir haben jetzt auch eine Präsentation dafür vorbereitet und sind eben eines der Gewinnerteams, das euch das jetzt einmal zeigen darf, wie wir uns das vorstellen, wie ein Schulsystem in der Zukunft auch aussehen könnte. So, wir sind das Team High Five. Leider können zwei unserer Gruppenmitglieder heute nicht mit dabei sein, weil Ausland und einer muss arbeiten. Einmal jetzt hier beginnen wir mit unserem generellen Überblick über den Campus. Genau. Können wir noch mal einige Folien zurück, weil jetzt ist. Ja, wir haben leider ein bisschen technische Probleme. Der Kemal von der Technik wird uns das gleich nochmal hier richten. Und zwar, um das technisch nachvollziehen zu können, ist es so, dass die Präsentation automatisch abläuft und ist leider ein bisschen zu schnell für das Erzählen. Das versuchen wir jetzt gleich nochmal zu beheben, dann geht es auch gleich weiter. Ihr könnt ja vielleicht im Hintergrund nochmal so ein bisschen erzählen. Also ihr habt einen Campus gebaut, oder wie ist das genau? Das wurde damals von unserem PGW-Lehrer uns vorgeschlagen, dass wir halt an diesem Projekt teilnehmen können und wir dachten uns damals, ja, warum nicht, haben uns angemeldet, haben eine Art Trailer-Video damals versendet und hatten dann das Glück weiterzukommen und dann, also unter die Top 11 zu kommen, und dann haben wir ehrlich gesagt etwas mehr als anderthalb Jahre jetzt gewartet, bis uns gesagt wurde, dass wir gewonnen haben, aber wir freuen uns trotzdem. Okay, versuchen wir es. Jetzt, glaube ich, sollte das gut gehen. Also, über unseren Vortrag heute. Wir beginnen gleich erstmal mit einem generellen Überblick über unseren Campus, dann einmal den Campus im Einzelnen, unter anderem den Eingang, das Hauptgebäude, Klassenraumgebäude, Kunstgebäude, Sporthalle, Hof und Energieversorgung und danach nochmal etwas über unsere jetzt etwas neuere Idee zum neuen Schulsystem. So, der generelle Überblick. Genau.
Hier vorne kann man die Abladekurve sehen. Dazu erkläre ich gleich nochmal was. Das hier ist das Fußballfeld. Hier sind die Tennisplätze. Da sind die Tischtennisplatten. Hier oben sind die Basketballfelder. Also man sieht schon, es ist relativ sportorientiert. Die lilane Linie hier hinten soll die Rennbahn darstellen. Hier ist die Sporthalle. Hier ist das Hauptgebäude. Hier sieht man die einzelnen Klassengebäuden. Und hier sind die grünen Klassenräume. Und die blauen Punkte da oben sind die Kunsträume. Genau. Also wir haben uns gedacht, dass es relativ viele Fahrradständer, die auch überdacht sind, geben sollte, weil das halt an unseren Schulen relativ wenig gegeben ist. Und die Abladekurve soll eine Art Kreisverkehr sein, wo die Eltern ihre Kinder halt abladen können oder dass irgendwie ein Stau passiert. Und genau. Jetzt sieht man erstmal ein paar Bilder von der Abladekurve eben in Minecraft visualisiert und von den Fahrradständern und eben auch nochmal das Hauptgebäude jetzt im Hintergrund. Und genau, jetzt kommen wir erstmal zum Hauptgebäude. Im Hauptgebäude findet sich die Cafeteria, die Fachräume sowie Toiletten, Sekretariat und die einzelnen Tische, Sitzgelegenheiten und der Musikkeller. Das heißt, wir haben in der Cafeteria erstmal hinten raus, wir sehen gleich nochmal davon ein paar Bilder, sehr viele Sitzmöglichkeiten und eben ein Prinzip, mit dem man online Guthaben aufladen kann für die Kinder, damit sie sich dann selbst Essen holen können dort. Es wird immer verschiedene Tage geben mit verschiedenen Themen quasi, also zum Beispiel ein Tag, an dem es Südamerika, also Essen aus Südamerika geben wird oder zum Beispiel aus Asien, um einfach ein bisschen Vielfalt auch mit reinzubringen. Dann haben wir Fachräume, sehr klassisch Chemie, Physik, Biologie und ein Geografieraum, das ist dann aber, das kann man meistens, glaube ich, auch ohne lernen. Das ist nur, falls ein Lehrer unbedingt zum Beispiel einen Globus oder eine große Karte haben möchte. An sich sind wir sehr digital orientiert dabei. Das Hauptgebäude ist barrierefrei, das heißt, es gibt Aufzüge und es ist an sich alles recht einfach zu erreichen. Und bei den Toiletten gibt es eben auch Transgender-Toiletten, denn ich denke, wir müssen mit Blick auf die Zukunft uns da auch anpassen, generell. Dann findet sich eben auch noch das Sekretariat dort für die ganze Administration und der Musikkeller. Im Musikkeller wird es dann auch gewisse, also natürlich einzelne Musikräume geben mit Proberäumen auch und Musiksammlungen für eine gute Akustik. So. Einen Moment. Genau, da sieht man schon die Treppe sowie die Aufzüge und im Hintergrund sogar schon erste Sitzmöglichkeiten der Cafeteria. Wenn wir mal weitergehen, hier ist zum Beispiel die Cafeteria, kann man hier sehen, da ist die Essensausgabe und Sitzmöglichkeiten. Es ist recht offen und hell gestaltet, das denke ich auch immer angenehmer. Und jetzt sind wir dann auch schon im ersten Obergeschoss, dort haben wir auch wieder Sitzmöglichkeiten, denn wir wollen auch, dass die Schüler selbstständig sich auch Plätze suchen können zum Lernen. Das ist auch angenehmer dann für die Schüler, sofern sie mit genug Verantwortung vorgehen. Wenn wir nochmal weitergehen, ist hier jetzt aus dem Musikkeller. Dort sieht man, es ist eine sehr spezielle Architektur, ist angenehm gestaltet mit eher dunkleren Farben und soll eben einen eleganten Look quasi geben. Genau. So, jetzt kommen wir zu dem Campus. Bei den Klassenraumgebäuden haben wir uns etwas anders überlegt, als jetzt die Klassenräume jetzt zu Hause sind. Zum einen wollen wir, darauf komme ich gleich nochmal, die Farben von den Wänden etwas verändern. Außerdem sollen viele Gänge und man soll einfach sehr gut man soll einfach sehr gut überall hinkommen und es soll Lehrerplätze geben, bestimmte Plätze, an denen Lehrer sitzen, wo man hingehen kann, um sich Hilfe zu suchen, wenn man bei bestimmten Themen nicht weiterkommt und natürlich auch hier Toiletten. Das würde ich jetzt hier einmal anhand von Bildern zeigen.
Hier sehen wir jetzt einmal so einen unserer Klassenräume an mit Gruppentischen, damit aber so designt, dass man sowohl allein arbeiten kann, aber als auch in Gruppen. Das heißt, wenn man seine Ruhe haben will, kann man auch einfach da sitzen, ohne gestört zu werden. Und es ist zweistöckig, also oben befinden sich zwei Gruppentische, unten vier, mit mehreren Bücherablagen und ähnlich aufgebaut wie eine Bibliothek. Das heißt, man kann sich auch Bücher raussuchen, wenn man einfach welche benötigt. Zu den Lehrerplätzen kommen wir gleich nochmal im Video, da sieht man die noch eher. Dann kommen wir zu unserem Kunstgebäude. Da hatten wir uns überlegt, dass heutzutage die Kunstgebäude einfach nur Räume sind, in denen man sich reinsetzt und man sich denkt, okay, und was jetzt? Deswegen hatten wir uns überlegt, dass wir unsere Kunstgebäude als Glaskuppeln bauen, sodass man durchgehend einen Blick nach draußen hat, hier auch nochmal zu sehen. Also das Dach und die Wände sind aus Glas, sodass man durchgehend rausgucken kann und sich auch Inspiration aus der Umwelt und Außenwelt holen kann und so auch seine Kreativität stärkt. Dann beim grünen Klassenzimmer, das ist etwas, das haben wir aus unserer Schule, dem GO, vor allem mitgenommen, was wir sehr, sehr schön fanden. Das sind Plätze, die draußen im Grün sind, dass man auch so ein bisschen ein Gefühl von Natur hat, also auch einfach, dass man Natur um sich hat und nicht die ganze Zeit einfach nur in der Stadt ist und auch ja, einfach entspannen kann. Dann zur Sporthalle. Genau, jetzt haben wir die Sporthalle und hier handelt es sich um eine Dreifachturnhalle, damit eben mehrere Klassen gleichzeitig dort unterrichtet werden können. Die Umkleiden sind mit Duschen. Ich denke, das ist häufig sogar schon Standard, aber ist natürlich praktisch, wenn es irgendein Sportevent gibt, damit nicht alle verschwitzt nach Hause rennen müssen. Und auf der Rückseite findet sich eine Laufbahn und eine Sprunggrube. Da kann man dann eben alles möglich machen, zum Beispiel Weitsprung oder eben Sprint. Lange laufen kann man auch in der Halle dann im Endeffekt. Das kommt dann aber auch auf den Lehrer drauf an, wie der das dann quasi handeln möchte. Dann zu unserem Hof. Wie gesagt, befindet sich das grüne Klassenzimmer und wir wollen ihn möglichst grün gestalten und auch mit möglichst vielen Möglichkeiten etwas zu tun. Also vor allem Sitzmöglichkeiten, dass man sitzen kann und nicht einfach nur rumstehen muss. Tischtennisplatten gegen Langeweile in den Pausen. Und außerdem, damit man den Sportunterricht nicht nur drin haben muss, auch Basketballfelder, zwei Tennisplätze und einen Fußballplatz. Hier war unsere Designidee für den Tennisplatz. Wie gesagt, davon gibt es zwei. Und hier haben wir nochmal ein Bild von oben, von unserem Freiraum, wo man in den Pausen sein kann. Hier sehen Sie vor allem die Tischtennisplatten. Ich meine, es gab 8 Stück insgesamt und halt auch die zwei grünen Klassenzimmer, auch mit Glas, aber vor allem frei, dass man da sitzen kann und auch an schönen Tagen draußen lernen kann. Kommen wir jetzt zu unserer neueren Idee vom Schulsystem. Genau, das Schulsystem ist auch nochmal anders. Das wurde ja eben nochmal ein, zwei Mal angesprochen, aber ich denke, es war auch schon klar bei den Klassenräumen. Wir wollen vor allem digital arbeiten, denn auch wieder im Blick auf die Zukunft ist das wahrscheinlich der beste Weg, die Schüler tatsächlich aufs Leben vorzubereiten. Und dabei wollen wir auch vor allem auf soziale Fähigkeiten setzen, deswegen eben diese Gruppenbildung auch häufig, dass sich die Schüler selbst auch weiterhelfen können und trotzdem natürlich aber auch Lehrer dabei sein können, um aufzupassen, dass tatsächlich auch richtig gelernt wird und auch Fragen zu beantworten. Wir haben dafür ein Level-System, das dann verschiedene Möglichkeiten bietet, um aufzusteigen, und die verschiedenen Level geben dann verschiedene Freiheiten. Zum Beispiel beim ersten Level ist es dann eher orientiert, wie heutzutage die Schulen orientiert sind. Beim zweiten Level gibt es Freiheiten, dass man sich zum Beispiel den Tag etwas selbst einteilen kann. Dabei muss man den Schülern natürlich Verantwortung geben, aber ich denke, man wächst auch mit seinen Aufgaben und kann dann eben diese Verantwortung auch gut nutzen. Die Lehrer sind ja immer noch dort, um aufzupassen. Für diese Level gibt es natürlich verschiedene Ideen, das muss dann je nachdem entschieden werden, wie die Schule das dann auch behandeln will und wie viel Freiheiten die Schule geben will, kann natürlich auch eingeschränkt werden, wenn sich die Schüler nicht dran halten. Wie gesagt, wir setzen auf Selbstständigkeit, denn später im Leben braucht man die ja auch und das ist am besten, wenn man die schon früh mitnimmt. Die Grundschule ist ja im Endeffekt dann so, wie wir sie heute kennen würden, das ist ja eher ein Gymnasium, was wir vorgeschlagen haben.
Genau, und mit diesen Gruppentischen wollen wir eben vor allem den Austausch fördern. Dabei muss es nicht laut werden, denn wenn sich die Schüler verantwortungsvoll verhalten, und das werden sie, wenn sie das von Anfang an mitkriegen, dann werden sie auch nicht so laut sein, weil ihnen selbst auffallen wird, wenn es laut um mich herum ist, kann ich schlecht lernen. Deswegen denken wir, ist das auch eine gute Lösung und durchaus auch zum Wohle der Schüler. Und die Lehrer kann das dann auch in manchen Hinsichten entlasten, wenn sie nicht durchgehend in der Klasse stehen müssen und durchgehend irgendwas kontrollieren müssen, weil die Schüler eben auch selbst aufpassen dabei. Genau, hier sehen wir dann nochmal von oben, die Schule ist ausgestattet mit Photovoltaikanlagen, um auch zu einem gewissen Teil selbst Strom zu generieren. Und eventuell sieht man es schon, hier diese kleinen gelben Punkte, das sind zum Beispiel Bienen, weil wir dort Bienenstöcke anlegen könnten, um eben auch diese Fläche auf den Dächern zu nutzen, die ansonsten ungenutzt bleiben würde, was natürlich auch für die Nachhaltigkeit der Schule zur Nachhaltigkeit der Schule beiträgt. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich denke, Fragen könnten wir noch klären, sollten die aufkommen, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es mit dem Plan weitergeht. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank erstmal für euren Vortrag. Ja, wir gucken trotzdem noch mal kurz in euer Video rein. Und genau, mit den Fragen wird es wirklich ein bisschen schwierig und knackig, weil wir wollen noch in die andere Gruppe reinschauen. Aber wir gucken uns das mal an hier. Ne, das ist das noch mal verbildlicht, was ihr vorhin erzählt habt. So ein kurzer Rundgang durch die Schule. Was ist das nochmal? Das ist die Cafeteria. Cafeteria, ja. Auch schön grün. Das ist jetzt das Sekretariat und Lehrerzimmer. Mhm. Hier einmal von hinten das Hauptgebäude, auch dass Tische draußen sind. Und hier sind wir jetzt im Klassenraumgebäude. Das ist noch Musikraum. Unten im Keller ist das, ne, mit der ja, Bühne? Mhm. Weil wir dachten uns, da ist es, also da stört der Lärm dann nicht so doll. Sehr gut, der Proberaum unten, ja. Sind das Arbeitsräume oder was habt ihr euch da? Ja, das sind Arbeitsräume. Mhm. Okay. Das ist auch ein typischer Klassenraum dann auch. Mhm. Und ein Werkraum auch unter anderem. Mit den Crafting-Boxen, ne? Sehr gut. Okay. Hier ein Chemieraum. Ah ja, genau. Wo der Strom von oben kommt. Das ist der Bioraum, also grüne Räume sind Bioräume. Mhm. Und hier sieht man ja auch nochmal Solarenergie. Auch mit den Tischtennisplatten und allem. Ja, hier sieht man ja nochmal die zwei Tennisfelder und den Fußballplatz, den Basketballplatz. Hier sind wir jetzt im Kunstgebäude, wie gesagt aus Glas. Und also hier im Klassenraumgebäude auch mit den orangenen Wänden, weil wir herausgefunden haben, dass Orange die Kreativität und Konzentration auch stärken soll. Und hier auch die Lehrertische gerade einmal kurz zu sehen, da jetzt, dass man sich da Hilfe holen kann. Hier die große Turnhalle, die in drei Parte aufgeteilt werden kann.
Das war's. Ja, vielen Dank dafür, euer Team aus Hamburg. Und wir schalten uns jetzt das Team aus Stuttgart zu. Ihr könnt euch gerne auch ins Publikum begeben, um nochmal zu schauen, was die Gruppe aus Stuttgart zu präsentieren hat. Und genau, Julian, kannst du mich schon hören? Könnt ihr mich schon hören? Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Okay, also ich darf begrüßen, online ist uns zugeschaltet, Julian, Mathis und Florian. Und wir sehen auch bei euch jetzt gleich direkt euer Bewerbungsvideo. Und erzählt gerne nebenbei, was wir denn hier sehen können. Herzlich willkommen in unserem Schulcampus. Also, wir haben uns vorgestellt, dass wir unsere Schule Florian, ziemlich modern und auch naturverbunden bauen. Deswegen brauchen wir den Rückgriff auf die Blätter und auf generell Grün so ein bisschen. Und auch dann halt noch ein ganz wichtiger Aspekt bei unserem Bau ist der VR-Bereich, dass man auch die VR-Technik irgendwann mal nutzt und dann in der virtuellen Welt alles Mögliche besser anschauen kann und simulieren kann und so. Ja, genau. Hier sieht man jetzt erstmal eine Übersicht über den ganzen Campus, Schule, Sportplatz, da kommen auf jeden Fall noch Spieler zu. Und jetzt fangen wir erstmal mit dem Schulgebäude an. Da haben wir uns nämlich auch ein paar Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen wollen. Hier ist die Aula. Kann man sich auf jeden Fall kann man hingehen in den Pausen. Ja, hier geht es jetzt gerade runter zu den Spinnsystemen und so umkleidenmäßig und so, dass halt jeder Schüler so seinen Spind hat und so, wo er dann seine Jacke oder im Winter irgendwelche Stiefel oder so ausziehen kann und sich einfach für den Schultag vorbereiten kann. Da unten in dem Distrikt sind dann auch Toiletten. Und dann ist da eigentlich ganz gut vorbereitet. Ja, und hier ist noch so eine Art Safe-System, dass man da eben Dinge einlagern kann. Hier gibt man einen Pfand ein, dafür wird dann das Ganze gesichert und verschlossen. Und durch das Ticket kann man dann auch, wenn man es zurückgibt, sein Hab und Gut später wieder erhalten. Und es ist sicherer, als wenn man es jetzt zum Beispiel in den Taschen irgendwo ablegt. Und hier sieht man jetzt halt noch den Gang unten zu den Toiletten. Genau, dann gehen wir nach hoch. Da ist dann die Vorherrschaft. Angesprochen ist da die Aula. Da kann man dann auch ins Sekretariat eingehen. Mit dem direkt anschließenden Rektorat, das wir hier sind. Genau. Die Aula hat relativ lang, ist nämlich ziemlich groß. Da kann man dann auch Veranstaltungen abhalten, was hier ist. Ja, ich glaube, hier können wir mal einen Teil ein bisschen bringen. Ein Video, wenn es möglich ist. Ich möchte hier einfach direkt. Hier wäre einfach noch das Lehrerzimmer, das wir zeigen wollen. Da haben wir auch noch ein System eingebaut, dass nur Leute mit bestimmten Berechtigungen da rein können. In dem Fall die Leute mit dem reinen Lehrer. Ja, ihr Lieben, ich unterbreche euch mal so ein klein wenig. Wir lassen nach wie vor das Filmchen laufen, aber ich möchte gerne mit euch so ein bisschen ins Gespräch kommen. Also das ist ja eure finale Einreichung über 12 Minuten, die jetzt nicht verkürzt ist. Ich finde, man kann es sich auf jeden Fall sehr schön nebenbei anschauen. Erzählt doch mal so ein bisschen vielleicht grob, wie seid ihr denn vorgegangen bei der Entwicklung? Wir haben das ja beim ersten Team schon so ein bisschen gehört. Was habt ihr erst Skizzen gemacht? Habt ihr einfach direkt losgebaut? Wie seid ihr da vorgegangen? Also wir sind erstmal ziemlich planlos an die Sache rangegangen. Wir sind erstmal auf den Server und haben uns die Welt angeschaut, was wir denn so überhaupt vorfinden für eine Welt und wie es da so aussieht. Und dann war schon relativ schnell sicher, dass wir auf jeden Fall das VR mit reinbringen wollen
mit virtuellen Welten und so. Und darauf aufbauen, haben wir dann uns überlegt, ja, wie könnten wir jetzt die Schule gestalten. Haben uns dann auch entschieden für so einen modernen Look, trotzdem mit der Natur verbunden. Und dann hatten wir noch so ein bisschen überlegt, ja, wir wollen jetzt nicht einfach nur so ein normales Haus haben oder so, sondern wir wollten auch, das sieht man nachher vielleicht noch, mit den Wänden so ein kleines Haussystem überlegt. Und das ist Fabian Bons und den Leiten im Discord. Ja, sehr gut. Und das Wandsystem haben wir uns halt so überlegt, dass wir so ein bisschen Licht durchflutet haben wollen, das aber trotzdem nicht ganz so glasig und offen haben wollen. Ja. Ja, und das Ding war halt, was wir uns überlegt hatten, war, dass wir eben sehr modern arbeiten wollen, sehr zukunftsorientiert, aber gleichzeitig halt auch noch nachhaltig und die Umwelt achtend. Dass aber auch gleichzeitig noch die Schule für viele nicht nur als Ort der Arbeit gesehen wird, sondern auch eben, wenn man eben viel Zeit dort verspringt, gerade wenn es um die Oberstufe geht, dass es eben auch viele Möglichkeiten dort gibt, Sport zu treiben, dort zu lernen, sich auszuruhen und dass es eben nicht nur als Ort für das Lernen da ist, sondern dass man auch dadurch noch Spaß hat, in der Schule zu bleiben, in längeren Pausen, in Ruhestunden oder sonstigen. Ja, und ich schließe mal da eine Frage aus dem Chat an, und zwar, wie viele Stunden habt ihr daran gearbeitet? Habt ihr da noch so ein, wisst ihr das? Habt ihr das aufgeschrieben? Ja, ich habe mal die Statistiken nachgeschaut, die Spielstatistiken. Mhm. Ich persönlich habe 4 Tage Spielzeit, ich habe 3 Tage Spielzeit. Ja, und ich glaube 2. Ja, genau. Und dann natürlich halt noch das Video aufnehmen, Videoschnitt und so, aber das ist ja 2, 3. Ja, also Zeit zusammen. Genau, zusammen so rund um 10, 11 Tage, die ihr quasi am Stück zusammengefasst in der Statistik habt. Jetzt müssen wir aber hier noch ein paar abholen bei uns hier im Jupiter in Hamburg, die das Projekt nicht so gut kennen. Und zwar, über welchen Zeitraum habt ihr quasi diese ganze Zeit gehabt? Also wenn ich so richtig weiß, war es, glaube ich, für 1 oder 2 Monate gedacht. Dann haben wir aber nochmal eine Verlängerung bekommen und dann ging es, glaube ich, 3 oder 4 Monate. Ja, und das war halt alles im Homeschooling. Okay, also nochmal der Hinweis, ihr könnt nach wie vor Fragen stellen im Chat. Wir sind jetzt noch ein bisschen mit euch online. Ihr habt es auch schon erwähnt, ihr habt viel mit dem Licht gearbeitet. Genau. Dadurch auch diese Nachtaufnahme. Was ich ganz interessant fand bei der ersten Gruppe, die haben ja auch von einem neuen Schulsystem gesprochen. Wie ist das denn bei euch? Also wir haben jetzt viel über das Schulgebäude eben gesprochen und wir haben es gesehen und wie lange ihr daran gearbeitet habt. Habt ihr auch eine Veränderung zum Schulsystem an sich euch überlegt noch? Ja, also auf jeden Fall halt sehr stark basierend wieder auf dem virtuellen System, dass man da auch so ähnlich wie die andere Schule vielleicht sogar so eine Art Level-System hat, dass man in die virtuelle Welt gehen kann und dass man da dann halt so sein Thema auswählen kann. Und dann kann man es spielerisch gestalten in den Unterricht und kann dann spielerisch da die gesamte Welt entdecken und erkunden. Um mal gerade so Fächer wie Geschichte zum Beispiel anschaulich beibringen zu können, wenn man zum Beispiel durch Virtual Reality in die Welt von damals einreisen kann, mit eventuell, wenn das dadurch eben durchführbar ist, mit ehemaligen Bewohnern dort zu sprechen und dass man dort eben sich das Ganze veranschaulichen kann. Und für viele das sicherlich dann einfacher zu lernen oder zu merken ist, als wenn man jetzt nur den Unterricht aus dem Buch hat oder halt was abliest und sich das dann so merken muss. Okay, wunderbar, vielen Dank dafür. Es gibt eine weitere Frage. Wir hatten viele Einrichtungen, die einen Gaming-Raum in der Schule vorgesehen haben. Welche konkreten Aspekte eurer Entwürfe könnten schon heute in eure Schule übernommen werden? Was ist da eure Einschätzung dazu? Also ich denke, man könnte sicherlich im Computerraum irgendwie so ein bisschen Platz schaffen. 2x2 Meter oder so dürfte wahrscheinlich schon reichen, wo man sich dann auch eine VR-Brille oder eine AR-Brille sich zulegen kann, wenn natürlich die nötigen Mittel da sind. Also das Finanzielle halt muss abgedeckt sein. Und dann kann man da sicherlich bestimmt schon die ein oder andere VR-Brille sich leisten und dann wie so einen Klassensatz vielleicht oder so anlegen,
und dann da schon so ein bisschen experimentieren. Wunderbar. Also, genau, falls, ja, oder? Ja. Bitte? Ja, also jetzt sieht man jetzt auch da noch, wir waren jetzt schon so weit gegangen, dass man unten so einen richtigen Komplex hat an VR-Räumen, aber ich denke nicht, dass das fürs Erste auch nötig wäre. Also da reichen sicherlich auch einfach nur die Brillen. Ja. Also, ich hoffe für euch, für uns alle, dass jetzt doch einige Lehrkräfte oder Schulleitungen zugeguckt haben oder sich vielleicht den Stream später nochmal anschauen. Nehmt das wahr. Das ist eine sehr schöne Idee, ein Gaming-Raum oder zumindest ein Maker-Lab, was es ja auch immer wieder mal gibt, in Schulen einzurichten. Es fördert auf jeden Fall die kreative Arbeit, was wir hier auch gesehen haben, und das kreative Lernen. Und ich würde vorschlagen, bleibt gerne noch mal ein bisschen im Stream, im Twitch dabei, und auch ihr, wie ihr hier aus Hamburg seid, bleibt gerne noch einen Moment da. Wir hören nämlich auch gleich noch mal was über eine E-Gaming-Liga. Und vielleicht wäre das auch eine Idee, die ihr in eure Schulen oder Jugendzentren mit einbringen könnt. Wenn ihr den Stream noch nicht ganz verfolgt habt heute, dann spult doch später nochmal an dem gesicherten Stream ein bisschen zurück. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Blockalot. Und gerade für euch aus Stuttgart könnte das interessant sein. Sprecht eure Lehrkräfte an, dass die auch mal beim Blockalot-Server vorbeischauen sollen. Ist ja auch ein baden-württembergisches Projekt, da habt ihr es ja nicht weit, und wir haben aber auch vorhin gehört, die Schulen in Hamburg können das gerne auch nutzen. Es war mir eine Freude, dass ihr online zugeschaltet waren, es war mir eine Freude, dass ihr aus Hamburg hier vorbeigekommen seid. Euch hier in Hamburg kann ich nur wünschen, genießt nochmal den Tag hier in unserer Ausstellung. Wir haben aber auch ein schönes Wetter draußen in Hamburg natürlich, also einen ganz wunderbaren Sonntag. Und euch nach Stuttgart auch, gemäß, dass ihr auch ein gutes Wetter habt, genießt den schönen Tag heute noch. Und ich würde sagen, wir applaudieren nochmal beiden Gruppen. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, dass ihr diese Challenge gewonnen habt. Und es gibt auch viele Grüße vom Team Hammer Brooklyn nochmal an euch. Die haben euch zugeschaut. Bis bald mal, wenn ihr wieder bei einer Challenge mitmacht, freuen wir uns natürlich, dass ihr dann auch gerne wieder was vortragt hier beim Play Festival oder vielleicht auch zu einem anderen Thema. Meldet euch sehr gerne. Wir sind sehr daran interessiert, dass wir jugendliche Beiträge haben. Also nochmal einen letzten Applaus für euch. Vielen Dank. Genau, und wir machen gleich weiter, machen wieder eine ganz kurze Umbauphase, und wie ich schon angedeutet habe, dann hören wir den, jetzt muss ich kurz nachgucken, genau, die Stormann League, und zwar die E-Gaming-Liga des Kreisjugendrings Stormann. Hier gleich auf der Bühne. Wir sehen uns gleich in ein paar Sekunden. Das Ganze wird wieder auf Deutsch stattfinden. Bis gleich.